Was ist das denn für ein Bug? Leck mich. Offen, offen, offen. Yay, Fledermaus. Das ist aber ein lustiges Labyrinth gewesen. Das ist mal nicht so langweilig. Einfach nur sinnlos irgendwo durchstapfen. Boah, sieht das geil aus. Sieht das geil aus. Okay, da müssen wir auf jeden Fall rein. Das sieht gut aus. Muss ich jetzt mal loben hier. Sieht richtig geil aus. Buchseite 4. Wahrscheinlich sagt uns, dass wir da irgendwie reinschießen sollen hier die Dinge. Ich dachte weiterhin nur an seine Ritter am nächsten. Sie ritten da, aber noch kam sie nicht. Im unausweichlichen Schicksal der Ender Dragon. Ich sehe es kommen. Wir müssen gegen Ender Dragon fighten. Alte Notiz. Kann nicht mal eine verdammte Notiz lesbar sein. Macht des Bogens zwei Mechanismen, treffen Bogen zwei Türen, zwei Aufgaben, öffnen dritte Tür. Yeah, ich Yoda sein und du dumm. Wieso hat er keinen Bogen gemacht mit Infinity-Verzauberung, so wie wir es in der letzten Adventure Map hatten? So, lass mal gucken. Ich hoffe, da ist der geht dann irgendwie Licht an oder so. Ich habe auf jeden Fall irgendwas gehört. Warte mal. Habe ich einmal um die eigene Achse gedreht? Wo müssen wir denn hintreffen? What? Ich war. Wo müssen wir denn da hintreffen? Man sieht nicht, wo man hintreffen muss. Das ist schlecht gemacht. Kann man ja schlecht wissen, oder? Alter, aber da drauf treffen ist ja schon schwer auf die Pressure Plate, glaube ich. Warte, ich will nur kurz nachschauen, ob man sieht, dass man getroffen hat. Weil ich hatte nämlich gerade getroffen, hatte gar keinen Plan, schau. Man sieht nicht, dass man trifft. Ich hatte hier getroffen, das habe ich gesehen, gell? Das Redstone-Ding war aktiviert. Die habe ich noch zum Beispiel noch nicht getroffen. Okay. Es gibt Gas. Okay, eigentlich ist die Idee nicht schlecht, aber ich muss sagen, komm mal. Ein bisschen auf. Boah, ich habe keinen Plan, wie wir da treffen sollen, ohne Witz. So, lass mich da jetzt einfach durch. So schaut es ziemlich aus. Lol, warte mal. Der Pfeil ist da oben gerade gespawnt, kann das sein? Hier sind auch nochmal zwei Türen. Warte mal, hier kommt mal rein. Was? Warum das denn? Okay, das verstehe ich jetzt nicht mehr ganz. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht mehr ganz. Hä? Weil wir jetzt getroffen hatten oder weil wir nicht getroffen hatten? Scheißdreck. Okay, komm schon. Jawohl, haben wir geschafft. Okay, wenigstens mal keine mit Minecraft zugespammte Kiste. Mir fällt gerade auf. Okay. Alles klar. So, sorry, dass ich jetzt nochmal rüberfliege, aber ich glaube, der Pfeil ist gerade wieder gespawnt. Und da müsste er meiner Ansicht nach auch da hinten jetzt die Tür offen sein. Jawohl.
Okay, ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir nicht nur schießen müssen, um die Tür zu öffnen. Die große Tür jetzt. Also diese mittlere Tür da. Diese Fledermäuse, ohne Witz, kann da nicht mal jemand den Mod machen. Oh. Alles klar. Passt. Nein, 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 nein. Klarer Fall, würde ich mal behaupten. Lol, das ist ja geil gemacht. Okay, warte, machen wir jetzt ein Doppelt. Ne, warte mal, das geht da noch gar nicht. Wir müssen noch irgendwas treffen. Das ist noch ein 5-0er, also ein sogenannter. Von mir sogenannter. Hier oben ist noch eine. Oh, die ist schwer zu treffen. Ah, okay, war doch nicht schwer. Okay, cooles Rätsel. Wenn auch, oder coole Challenge, besser gesagt. Nein, 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 nein. Warum? Hätte ich jetzt andere Minecart noch haben sollen? Was soll ich machen? Ich hole mir jetzt mal noch ein normales Minecart. Ist erstmal kaputt. Alter, ich krieg doch voll auf das Ding. Warte mal, ich glaube, das hier war nicht Sinn der Sache. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist so geil, die Map, aber ich verstehe sie nicht ganz. Wie, mit was hätten wir das denn jetzt füllen sollen, dieses Minecart-Dings? Alles klar. Ich hab's gerade gefunden. Okay, Game Mode 2. Tschüss und bis bald. Alter! Wow, was ist das denn für eine geile Idee? Aber richtig episch gemacht. Du schießt. Oh, darauf musst du erstmal kommen, ja? Du schießt Fireballs, Feuerbälle, um den Eingang zu öffnen, indem du die Blätter vor dem Eingang wegbrennst. Okay. Not bad, not bad. Ich muss sagen, die Maps aus dem auf Minecraft.de können eindeutig mehr als die aus dem Minecraft Forum. Und das muss ich jetzt einfach mal ganz deutlich so sagen. So, jetzt müsste hier offen sein. Genau, ich glaube, das hier dürften wir gar nicht mehr haben. Alles klar. Nur um meine Aussage zu korrigieren: Die Maps aus dem Minecraft.de können im Durchschnitt mehr als die aus dem Minecraft Forum. So, auch in Lava kannst du sterben, junger Freund. Junger Freund, woher weißt du, dass ich keine 35 bin? Buchseite 5. Die Wache des Königreichs der Nacht und nahm sich im Schutz in der Nacht die sündige Bauerstochter um den nächsten Tag des. Am Tag des nächsten Morgens. Am Morgen des nächsten Tages eher. Hinzurichten. Unbemerkt bleibt diese Tage jedoch nicht. Und so wetzte der wütende junge König seine Waffe. Okay. Was ist das denn hier? Okay. Ja, wir haben es gesehen, dass wir brennen. Komm, gib Gas, Junge. Ist es nicht toll, wie wir in Flammen stehen? Hallo. Okay. Nein.
Ach komm, dieses Lava-Jumpen ist da irgendwo lustig, aber ich find's auch irgendwo nervig, ganz ehrlich. Jetzt gib Gas, komm! Junge, brennen ist doch nicht so schlimm. Hoch, hoch, hoch. Ah, nicht hoch. Hier durch. Lass mich raten, der Pisten. Übrigens wieder geil gemacht, ja. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Eigentlich macht es mir gar nichts, wenn ich jetzt verbrenne. Ist sogar schneller wahrscheinlich. Also sicher schneller, bevor ich jetzt hier nochmal warte hier. Boah, wieder so geil gemacht. Wieder mal so richtig scheiße gemacht. Nee, wieder mal geil gemacht, okay. Ja, ich dachte nur gerade, da wäre nur ein Fall drin gewesen. So, hier. Passt. So. Schön, dass sein Erdblock war. Alte Notiz Nummer 4. Oh mein Gott, ich kann sie nicht ganz lesen. Welche Überraschung. Punkt, Punkt, Punkt. Tief in den Lavabecken. Hebel. Vorsicht, nicht hineinfallen. Okay, Lavabecken hier. Polly hat seine eigene Kriegsfabrik. Nochmal ganz kurz. Oh, ernsthaft, lass das. Ja, dann lass du das, dass du da Dingsbums in Scheiß. Warte mal, da war gerade irgendwie so ein Feuerpartikel. Wahrscheinlich wieder nur ein Renderbug. Okay, ganz tief in Lavabecken. Wir können. Buchseite 6. In seiner Wut tötete der König jede Wache. Abgeschlachtet wie Schlachtschweine lagen sie in ihrem eigenen Blut. Doch erst später bemerkte der König seine Sünde, als das richtende Schwert in seiner Geliebten steckte. Oh mein Gott, Alter. Leck mich am Arsch, was ist das für eine Psychos? Ich glaube, das ist nicht gerade der Weg zur Lösung dieses Rätsels. Also ich fände es ziemlich stupide, jetzt da einfach überall reinjumpen zu müssen. Ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht. Also bis jetzt war die Map noch nicht so dämlich gemacht, dass man jetzt. Aber es sieht so aus, oder? Es gibt hier keinen Hebel. Es gibt auch keine Möglichkeit mehr, die Hebel zu verstecken. Und wenn dem so ist. Okay, komm, nee, darauf habe ich echt keine Lust. Natürlich habe ich Game Mode falsch geschrieben. Darauf habe ich keine Lust, jetzt hier alles mich brennen zu lassen und dann wieder raus und. Also, entschuldige, wenn das nicht der Sinn der Map war. Das sollte man schaffen. Boah, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Warte, wir setzen mal ganz kurz an Spawn Point. Boah, das soll mal. Das soll mal ohne. Ich meine, kann ja gut sein, dass man das schafft, aber. Okay, das schaffen wir. Hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht. Ich hoffe, das reicht. Also, dass da nur ein. Hier ist. Warum krieg ich gar keinen Schaden? Ich spiele doch nicht auf dem Server. Grab der Schande. Sieht aus, wenn wir jetzt dann am Ende wären, aber ich will noch nichts gesagt haben. Was soll das denn darstellen hier, das Blaue? Das muss irgendwas darstellen sein. Oh ne, hänge ich schon wieder so ein Ding drin. Alter, ganz ehrlich. Die Geschichte ist anscheinend schon ein bisschen alt. Hat schon einen langen Bart. Bart. Okay, wenigstens hat sich mal einer die Mühe gemacht und hier lange Stufen gebaut. Die sind einfach so viel entspannender. Okay, die Map ist noch nicht zu Ende. Pff, passt auch. Ganz kurz. Ich will nur wissen, ob ich es da doch wieder. So, ich frage mich gerade, was hier besser ist. Warum sieht man da Threads noch? Was besser ist.
Egal. Hier auch einer sein, genau. Okay. Warte mal. Adrianon. Ein Leben ohne sie für den König war das unvorstellbar. Der König wollte für seine Sünden büßen. Mit seinen letzten Atemzügen küsste er sein letztes Mal seine Liebe, bevor er sich mit seiner Klinge das Leben nahm. Alter, was eine Psychomap. Da ist auch nichts versteckt. Alles klar. Hä? Und sie und staune. So, und ich glaube, wir müssen eben dann nochmal drücken. Ich habe das Gefühl, dass die. Du musst praktisch den Pisten ausziehen, dann wieder zurückziehen, sodass dass dann der Block weg ist. So, welcher war jetzt hier der Hebel für den Dispenser? Nee, der hier, nicht wahr? Genau, jetzt müssen beide Hebel, glaube ich, nochmal drücken einfach. Jawohl, irgendwas hat sich geöffnet auf jeden Fall. Alter, was ist denn heute mit den Pisten los? Die Blöcke. Und diese Fledermäuse, ganz ehrlich, ich hatte echt so 0,0 Bock mehr drauf. Das ist so eine Grütze einfach. Felicita, Gemahlin des Sünders. Ich find's ein bisschen sehr diabolisch. Rondor, Herr der Schande. Dreiköpfig. Buchseite 8. So starben beide. Eng umschlungen unter dem Sternenhimmel. Die Nachhut der Wachen traf ein. Sie haben beide begruben sie, aber sie begruben Rondor nicht als König, sondern als einen wahren Herrn der Sünde. Denn seine Taten waren nicht königlich. Alles klar. Es hört sich so abschließend an diese Worte. Und es geht hier ganz anscheinend auch nicht mehr weiter. Wenn ich ehrlich bin. Nö, ich glaube, das war's dann. Ja, auf jeden Fall muss ich die Map noch bewerten. Genau. Und ja, dann machen wir das mal. Insgesamt fand ich jetzt die Map. Sie war gut aufgebaut, ja. Sie war kurz, aber es steht auch auf dem Minecraft.de Forum Thread, dass es nur so eine kleine Adventure für zwischendurch ist. Also da soll man sich jetzt gar nicht wirklich so lange aufhalten. Es waren manche richtig geile Ideen drin. Richtig, also das mit dem Feuerball, das hatte ich noch nie gesehen, ja. Noch nie. Und ja, auf alle Fälle, das passt meiner Meinung nach. Von mir kriegt so eine 2, weil im Vergleich zur anderen Map, zur anderen Map, zu der davor, könnt ihr auch mal kurz anschauen, vielleicht, weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, ist mir dann doch